Ich erinnere mich, wie ich jede Nacht alleine auf meinen Computer gestarrt habe und mir einfach eine Freundin gewünscht habe. Und wie ich mich in jede Frau, die süß, unscheinbar oder einfach mir gegenüber freundlich war, super schnell verliebt habe. Aber keine wollte jemals etwas von mir. Jedenfalls nicht mehr als der gute Freund. Wisst ihr, was ich meine. Und sogar als ich angefangen habe, an mir zu arbeiten und selbstbewusster in anderen Bereichen geworden bin und Frauen sich für mich auch irgendwo interessiert haben, habe ich es grundsätzlich an derselben Stelle immer wieder verbockt. Es war erst, nachdem ich meine allererste Freundin nach über 4 Jahren verlassen hatte, als ich diesen Fluch endlich gebrochen habe. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben etliche Erfahrungen mit Frauen gesammelt. Ich konnte meine Bedürfnisse so zeigen, wie ich es immer wollte und habe so die richtige gefunden. Und heute zeige ich dir, wie du das auch schaffst. Erstens, sei ehrlich zu dir selbst. Damit fängt alles an. Es bringt nichts, wenn du dir immer wieder sagst, naja, die Richtige wird schon irgendwann eines Tages kommen. Oder die Ausrede, die ich immer wieder verwendet habe, ich bin ja nicht so wie die anderen. Ich kann das nicht so wie diese Typen. Aber das war alles Quatsch. Schau dir keine Videos online an, die dir sagen, du seist ein Sigma oder ein einsamer Wolf oder noch schlimmer, dass es an den Frauen liegt, dass du noch nicht die Richtige gefunden hast. Denn die Wahrheit ist schlicht und ergreifend, dass du Angst hast. Und es ist okay, das einfach mal ganz trocken und ehrlich zugeben zu können. Ich habe auch Angst. Ich habe so gut wie jeden Tag wegen irgendetwas Angst. In dem Video, was hier oben verlinkt ist, da siehst du live, wie ich 53 Frauen anspreche und mir fast in die Hosen lache. Vor Angst. Jeden Tag habe ich Angst, dass ich mir selber nicht gerecht werde, dass ich andere enttäusche. Angst, dass irgendwas Schlimmes Finanzielles passiert und ich nicht für meine Familie oder meine Mitarbeiter sorgen kann. In mir kommt sogar Angst, wenn ich das Gebäude betrete, wo ich jeden Tag arbeite und die Mitarbeiterin, die da vorne sitzt, mich nicht direkt anschaut. Sehe ich heute hässlich aus? Es stimmt irgendwas nicht mit mir? Diese Ängste sind ganz natürlich. Aber hier ist die Sache. Es ist zwar normal, dass wir diese Ängste verspüren, aber leider ist es auch normal, dass wir nichts gegen diese Ängste unternehmen. Das ist genauso sozial anerkannt, wahrscheinlich sogar anerkannter, als dass wir es zugeben, diese Ängste zu haben. Keiner macht was dagegen. Und hier kannst du einen riesen Unterschied machen. Wir reden uns ein, dass wir einfach zu nett sind und deswegen haben wir es einfach schwerer bei Frauen. Oder dass wir einfach nicht gut genug sind. Aber das ist nicht okay. Sag dir selber die Wahrheit. Es ist Zeit, meine Angst in den Griff zu bekommen. Ich bin jetzt erwachsen und es bringt nichts, wenn ich jetzt mein Leben lang weiter jammere oder die Schuld von mir weise oder die Ausreden erfinde, dass ich einfach nicht der Typ dafür bin. Es ist deine Bestimmung, zu dem Mann zu werden, der schon von Geburt an in dir steckt und herauskommen möchte. Und das Ding ist, du darfst dieser Mann auch sein. Also sag dir selber, ich bin kein Verlierer. Ich habe es verdient, an mir zu arbeiten. Ich werde nicht mehr auf meiner faulen Haut rumliegen und ich werde jetzt zugeben, dass ich etwas nicht kann, was erlernbar ist. Und ich werde von den Menschen lernen, die es können. Wir sind Männer, die wollen ehrlich sein. Also lass uns ehrlich sein. Du darfst dir eingestehen, ich bin noch nicht gut mit Frauen. Ich verstehe noch nicht, wie ich eine Frau erobern kann. Noch nicht. Und völlig egal, was ich tun muss, wie lange es mich dauert oder was es mich kostet. Ich werde es lernen. Und ich brauche keine Angst zu haben, weil heute ein neuer Tag ist. Und jeden Tag kann ich es wieder aufs Neue erlernen. Und ich werde niemals aufgeben. Wenn ich hinfalle, dann werde ich auch daraus lernen. Das ist das Gefühl von Selbstverständlichkeit, von Selbstbewusstsein. Das Gefühl, das du mal hattest als Kind und das du dir wiederholen darfst. Womit wir beim zweiten Punkt sind. Zweitens, lerne, wie Frauen mit dir flirten. Und du mit Frauen flirten solltest. Ich habe früher gedacht, manche sind einfach mit Glück gesegnet. Mit einem muskulösen Körper, mit einem schönen Gesicht, groß, schlank, Geld, Status. Die kommen aus gutem Hause und. Ach, und nicht zu vergessen, mit einem Talent für das andere Geschlecht. Was ich ja nicht hatte. Aber die Wahrheit ist, manche dieser Dinge werden in den Schoß gelegt. Aber viele dieser Dinge, die sind antrainiert. Und das Wichtigste von allem, der souveräne Umgang mit Frauen, der ist 100% antrainiert. Und die Frage, die du dir stellen solltest, ist, will ich mich darüber beschweren, wie unfair das Leben zu mir war, weil mir die angeborenen Eigenschaften fehlen? Oder will ich mir die Eigenschaften, die erlernbar sind, antrainieren? Und diese Antwort darfst du dir selber jetzt geben. Wird es Tür A sein oder Tür B? Und mit Tür B gibt es keine Ausreden mehr. Zum Beispiel gibt es etwas, das wir emotionalen Wert nennen. Das ist der Wert, den du jemandem gibst, wenn du seine Emotionen anregst. Die meisten von uns sprechen nämlich, weil wir es von unseren verkopften Berufen so gewohnt sind, lediglich die Sprache der Logik, das heißt des Rationalen. Aber das erweckt nur sehr selten so etwas wie Erotik,
Spannung oder eben sexuelles Interesse. Wenn du die Sprache der Emotionen lernst, und das ist weniger schwierig als irgendeine Fremdsprache zu lernen, dann erwächst du auch echtes sexuelles Interesse. Wenn wir sagen, folg deinem Herzen, tu, was dein Herz dir sagt, dann ist das ein nobler Gedanke. Aber was wir damit wirklich meinen ist, sprich die Sprache des Herzens. Und die Sprache des Herzens ist nicht logisch. Die Sprache des Herzens ist frei. Wir nennen es emotional unabhängig. Und neben der emotionalen Unabhängigkeit, in der du alles sein darfst, was du sein möchtest, ohne Angst zu haben, von anderen verurteilt und bewertet zu werden, gibt es eine zweite Komponente, die du jetzt als, vielleicht bist du es genauso wie ich, gestandener Romantiker endlich sein darfst. Und das ist, dass du deine Zuneigung zeigen darfst. Emotionale Unabhängigkeit plus Wertschätzung, das erzeugt echte Anziehung. Und das macht fast keiner. Das heißt, du darfst einer Frau den Hof machen. Du darfst einer Frau Massen an Komplimenten geben, solange du dabei ein Gefühl von Unabhängigkeit verspürst und dieses Gefühl auch korrekt kommunizierst, sodass sie ganz genau weiß, naja, der wird mir nicht hinterherrennen. Was er jetzt tut, ist eine freie Entscheidung. Und wenn ich nicht auf sein Angebot eingehe, dann wird er dieses Angebot wahrscheinlich einer anderen Frau machen, die es dann erwidert. Ich habe also etwas zu verlieren. Und das, mein Lieber, das ist das Gefühl, dass eine Frau sich bei dir sehnt. Da fängt sie nämlich an, mit den Gedanken zu spielen. Er liebt mich nicht, er liebt mich nicht. Und sie fängt an, sich für dich noch viel mehr zu interessieren und an dich zu denken, als du es dir vorstellen kannst. Es hat schon seinen Grund, warum man Goethe und Schiller und Charles Bukowski nachsagt, dass sie so viele Frauenabenteuer hatten. Die Männer haben es verstanden. Emotionaler Wert ist so viel wichtiger als Sachwert. Diese Sprache solltest du lernen. Und wenn du zu busy bist, diese Sprache eigenständig zu lernen, dann hol dir einen Sprachtrainer. Investier in dich selber, investier in deine Wünsche, investier in das, was dein Herz wirklich will. Ich habe es genauso gemacht. Du musst nicht so extrem werden wie ich. Ich meine, ich habe in den letzten Jahren alleine über 25.000 Euro in meine Entwicklung gesteckt. Aber wie irre ist das, für welche Sachen wir alles Geld in den Sand werfen. Für einen neuen Fernseher, für ein neues Haus, für ein Auto, für lauter Sachen, von denen wir uns erhoffen, dass es für eine Frau, sei ehrlich, für eine Frau einen Wert hat, damit wir wertvoller erscheinen. Ich sag's nochmal, Sachwert ist nichts gegen emotionalen Wert. Wenn du mit mir persönlich arbeiten willst, so wie es schon Tausende vor dir gemacht haben, um dein Ziel zu erreichen, dann hier oben. Klick drauf, da erfährst du mehr. Drittens, wach jeden Tag für etwas Größeres auf als für dich selber. Du kannst dir nicht vorstellen, mit wie vielen Männern ich jeden Tag spreche, die sich fragen, was ist mein Ziel im Leben? Was ist meine Mission? Warum bin ich auf dieser Erde? Und du darfst verstehen, wir müssen es nicht so aufbauschen und so extrem groß machen, wie wir denken, dass es sein müsste. Dein Ziel auf dieser Erde ist sehr simpel. Es ist, zu der besten Version deiner selbst zu werden, damit du diese Version deiner selbst anderen schenken kannst. Selbst wir Erwachsenen, wir haben viel zu viel Angst in uns. Werd der Mann, der für deine Leute, deine zukünftige Frau, für deine zukünftigen Kinder, für alle deine Freunde und für deine Familie ein Vorbild sein kann, weil es das lebt, was er wirklich leben möchte. Das ist übrigens, was mein Tattoo bedeutet. Es ist genau diese Erinnerung, dieser Mann zu werden. Willst du wissen, was möglich ist? Das hier, das ist Attila. Und Attila war mit 42 Jahren immer noch Jungfrau. Und das hier ist Ilia. Ilia war mit 29 noch Jungfrau. Und das ist er mit seiner Ehefrau, die er mit diesen Tipps im Coaching angesprochen, kennengelernt und erobert hat. Und das ist ganz schön irre, wenn du dir vorstellst, dass die meisten Männer bei uns die Frau, mit der sie zusammenkommen, einfach mal irgendwo spazierengehend angesprochen haben. Aber das wirst du nur erleben, wenn du neue Gewohnheiten etablierst und nicht mehr auf diese alte, langweilige Angst hörst. Punkt 4. Wo deine Angst ist, ist der Weg. Er zeigt in die Richtung, in die du gehen darfst, um zu wachsen. Wenn es zum Beispiel diese eine Arbeitskollegin gibt oder die Frau, die du ab und zu beim Joggen oder Radfahren siehst und sie lächelt dich zurück an, dann geh hin und sprich mit ihr. Du hast nichts zu verlieren, außer deinem falschen Stolz. Ah. Wann hat der uns jemals geholfen? Den kannst du wegkicken. Den brauchst du nicht mehr. Und wenn du Angst spürst, dann ist das ein gutes Zeichen. Denn diese Angst zeigt dir,
genau dahin sollte ich jetzt gehen, genau das sollte ich jetzt machen. Ich sollte mich überwinden und das tun, wovon ich überzeugt bin, dass es das Richtige ist. Ich darf auf meine Intuition hören. Und deine Intuition, wie viele schon gesagt haben, viele weise Männer vor mir, die Intuition ist die authentische Stimme Gottes. Irgendwann einmal werden wir sterben. Und ob du gläubig bist oder nicht. Aber wenn irgendwann einmal eine höhere Kraft dich fragen wird, warum hast du nie auf mich gehört? Dann wirst du wenig Ausreden haben. Denn diese Stimme wird dir sagen, ich habe die ganze Zeit mit dir geredet. Dieses Gefühl im Bauch, das du immer hattest, wo du wusstest, dass etwas das Richtige ist, das war ich. Warum hast du nicht auf mich gehört? Und wenn du diesem guten Gefühl folgen möchtest, dann brauchst du jetzt nur noch eine Entscheidung. Und wenn du dich entschieden hast und Lust hast, Frauen zu entdecken, zu verführen und entlang dieser Reise die Richtige zu finden, deine Fähigkeiten als intelligenter Mann, dem nichts an Oberflächlichkeiten liegt, zu deinen Stärken auszubauen und so Frauen von dir zu begeistern, mit deiner Tiefe ein gütiger, starker, hilfreicher und effektiver Mann zu sein, der gut darin ist, auch seine Persönlichkeit zu verkörpern bei der Frau, die er mag, dann lass dir helfen. Komm in die kostenlose Flirttyp- und Charisma-Analyse, wo wir dein Charisma genau auseinandernehmen und ich dir zeige, wo die Schwachstellen sind, die du vielleicht bisher noch nicht wusstest, wo vielleicht aber auch die Stärken sind, von denen du nicht mal wusstest, dass sie aus dir herausscheinen und jetzt schon attraktiv auf Frauen wirken können. Wir haben schon hunderte Männer zu ihrer Freundin verholfen, zu einem nachhaltigen und echten tiefen Selbstbewusstsein und der Freiheit, dass sie mit den Frauen Beziehungen haben können, die sie sich wirklich wünschen. Und wenn du eine kostenlose Analyse deines Charismas möchtest, dann klick hier hin und schau dir auf der nächsten Seite einfach mal das Video an. Welchen Weg du jetzt einschlägst, ob mit uns oder auf dich alleine gestellt oder mit irgendjemand anderem, es ist okay. Mir ist nur eine Sache wichtig. Es gibt keinen Platz mehr für Ausreden. Die Zeit ist jetzt. Und ich will dich mit einer Frage verlassen. In 30, 40, 50, vielleicht 60 Jahren, je nachdem wie jung du bist, was für ein Erbe möchtest du für deine Nachwelt hinterlassen? An welchen Mann sollen sich deine Freunde, deine Kinder, deine Enkel und deine Partnerin erinnern? Was für ein Mann willst du sein?